Herzlich willkommen zum Vortrag Die Maßfuge von der Kunst der Fuge von Bach, Kontrapunktus 9. Sehen wir in den Anfang hinein. Hier ist eine kleine Fußnote nur zur Erklärung. Die Fußnote bedeutet, A4, das bedeutet vier Stimmen, alla dur decima, das ist dann der Intervall, in dem der maßgebliche Intervall. Also nach den vielen bisherigen Fugen über das Hauptthema haben wir hier jetzt ein sogenanntes Maßthema. Wir hören ganz kurz den Anfang, bitte Hörprobe. Danke. Das Thema zeigt uns eine enorme Dynamik. Und diese Dynamik macht es vom Charakter her dem maßischen Prinzip zugehörig. In unserer Betrachtung sehen wir dann auch hier den zweiten Fugeneinsatz. Und bemerkenswert ist hier nach dem dritten Fugeneinsatz bleibt die Dreistimmigkeit erhalten, also wir sind dreistimmig hier. Jetzt kommt die vierte Stimme und ab dieser Pause tritt sofort wieder die Dreistimmigkeit ein. Schauen wir in der Partitur weiter, wir sehen hier, es ist hier mit dem Einsatz der vierten Stimme, das ist hier, wieder die Dreistimmigkeit, indem sich der Alt zurückzieht. Und dieses Prinzip wird weiter aufrechterhalten in dieser Fuge. Wir sehen jetzt zum Beispiel auch, warum das so ist. Denn da kommt das Hauptthema der Kunst der Fuge, das sogenannte Erdthema. Es wird aber in dieser Fuge als zweites Thema gebracht. Also wir haben eine volle vierstimmige Fugenexposition. Das heißt, in jeder Stimme kommt das Fugenthema vor, also das Maßthema eben. Und dann kommt das zweite Thema. Und während das zweite Thema kommt, kommt wieder das Maßthema. Das ist hier in dem Fall. Hören wir den zwei Takte vor dem Einsatz und beachten wir, was uns auffällt. Hörbeispiel. Danke. Wir hören ganz deutlich, wenn hier jetzt die Stimme einsetzt, das Erdthema, also das Hauptthema der Kunst der Fuge, deutlich, wie das Werk sich bis zu diesem Stimmeneinsatz steigert. Also wir haben ja nur vier Stimmen zur Verfügung und es klingt hier jetzt wie eine Steigerung. Und das wird erreicht Bach dadurch, dass er hier Dreistimmigkeit zulässt, obwohl wir ja eigentlich schon in der vierten Stimme hier sein müssen. Also er spart sich noch einen Register auf, indem er hier eine Stimme pausieren lässt. Das merkt man natürlich als Zuhörer kaum. Aber wenn dann das Hauptthema im Sopran kommt, hell und klar und leuchtend und kräftig, dann merken wir, es ist etwas dazugekommen. Und wir haben dann hier auch die Vierstimmigkeit für diesen Moment. Ja, und schon wieder sind wir in der Dreistimmigkeit. Also Bach zieht hier noch nicht alle Register, um erreichen zu können, dass eine fortwährende Steigerung zu spüren ist. Es kommt dann der nächste Stimmeinsatz hier des Hauptthemas, des Erdthemas und des Maßthemas. Also des
Wenn man es funktechnisch genau sagen könnte, könnte man sagen, das ist das Hauptthema der Kunst der Fuge und das ist dessen Kontrapunkt. Ja? Also wie ein Begleiter, könnte man sagen. Also auf astronomische Verhältnisse könnte man das, den Lauf der Erde um die Sonne sehen und hier den Mars. Und jedes Mal, wenn sie sich begegnen, ertönt eben das Hauptthema und dessen also Kontrapunktus. Also zum Beispiel Mozart können wir sehr schön sehen, wie er in der Requiemfuge im Kyrie, also dann immer jeweils zum Hauptthema den Kontrapunkt dazu nimmt. Und man könnte sagen, hier beginnt die Fuge mit dem Kontrapunkt in der als quasi durchkomponierte Fugenexposition. Hören wir uns das an jetzt, den Abschnitt dieses in F-Dur befindlichen Teils. Vielleicht einen Takt vorher ab da. Hörprobe bitte. Okay. Und wir sehen auch hier ist die Dreistimmigkeit aufrechterhalten. Also Bach hält sich die volle Vierstimmigkeit tatsächlich noch vorweg, er hält es vorweg, um dann hier dann in der noch eine Steigerung im Bass zu erreichen. Jetzt ist wieder ein kurzer vierstimmiger Moment und also es weitet sich immer mehr das Spektrum aus. Also wir können hier schon im Bass eine kompositorische Steigung erkennen. Hören wir dann jetzt den ab hier bitte, Hörbeispiel. Danke. Und wir erleben das eben, dass das, also hier das Erdthema und hier das Mars-Thema im Bass gespielt wird. Wir bleiben die ganze Zeit in der Dreistimmigkeit. Die Fuge ist eben so linear komponiert, vor allem das Mars-Thema, dass die Vierstimmigkeit jetzt noch gar nicht vom Zuhörer verlangt wird. Aber wenn sie denn kommt, erlebt man sie als eine Verdichtung und eine Steigerung. Das ist eine ganz besondere Kunsttechnik, die Bach besitzt, dass er aus einer bloß vierstimmigen Fuge dann doch eine mehrstimmige, mit Registerzügen kompositorisch arbeitet, als ob wir wirklich es mit einem symphonischen Orchester zu tun hätten. Hier kommt jetzt der Einsatz, das Erdthema, also das Hauptthema und das Mars-Thema. Und jetzt ist die Vierstimmigkeit wieder hier. Hören wir das Hörbeispiel. Bitte ab da. Danke. Und jetzt gehen wir weiter und wir sehen, also die Vierstimmigkeit hält schon viel länger an. Hier sind nur zwei Takte Pause, also eine kurze Dreistimmigkeit und schon wieder ist die Vierstimmigkeit da und geht wieder in ein Zwischenspiel über und wir haben wieder die Dreistimmigkeit. Und jetzt erst hier, den einen Takt vor Takt 90, ist dann tatsächlich das Erdthema im Bass ganz mächtig. Und da ist auch die Vierstimmigkeit kontinuierlich und nicht unterbrochen. Hören wir das im Hörbeispiel, gehen wir da ein paar Takte zurück, damit wir den Kontrast spüren, hören wir das Zwischenspiel vorher auch noch an, und erleben wir dann beim Zuhören, wie das hier kommt, das Thema im Bass, also das Hauptthema. Hörbeispiel bitte.
Danke. Und jetzt haben wir das wirklich erlebt, dass die Vierstimmigkeit ist vollständig hier ausgebildet. Wenn wir über die Partitur schauen, erst hier kommt es wieder zur Dreistimmigkeit für den Moment und schon wieder, also die volle Vierstimmigkeit, die Verdichtung, Bach verdichtet, also von Anfang an schrittweise verdichtet. Also er arbeitet mit Verdichtungstechniken. Also wieder das Erdthema, das Maßthema. Wir können uns das, ich glaube, eine Entsprechung vorstellen, wie eben ich vorhin astronomisch sagte. Ich habe da ein Beispiel, das können wir uns ansehen. Wie könnte das gemeint sein mit Mars und Erde? Schauen wir uns das einmal an in einer Grafik. So, nachdem wir uns da ein bisschen das angesehen haben, kehren wir wieder zum Schriftbild zurück. Und hier ist noch ein Moment eines Zwischenspiels, einer Dreistimmigkeit. Dadurch ist die Verdichtung für einen Moment wieder aufgehoben. Welchen Zweck hat diese Aufhellung? Ja, es bereitet den letzten Einsatz vor, und zwar hier das Thema, Hauptthema, das Erdthema und das Maßthema im Tenor. Und hören wir uns das jetzt dann richtig an, ab dem Moment, wo die Dreistimmigkeit wieder in Tagkraft tritt, nämlich hier, von hier Takt 105 bitte und bis zum Ende. So, dann danke ich soweit für die Aufmerksamkeit. Das war ein kleiner Einblick in die Maßfuge. Wer will, kann sie sich jetzt ganz anhören. Zum Abschluss können wir die Fuge einmal ganz durchhören. Wer will, kann jetzt sie anhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.